Du bist im Sommer zu Düdelingen gewechselt. Wie gefällt es dir hier in Luxemburg? Ja, ich bin im Sommer hier gekommen, bin ich neu jetzt sozusagen. Ja, sehr gute Atmosphäre, gute Mannschaft, gute Trainerstab, gute Jungs. Ja, erfolgreicher Anfang, sehr schön eigentlich alles. Mit welchen Spielern hast du dich hier am besten befreundet? Mit alle habe ich gute Kontakte. Mit Torwart Dennis kann ich Russisch unterhalten. Also ich kann auch Russisch sprechen und das ist okay eigentlich, alles gut. Was sind jetzt die größten Unterschiede mit dem Profigeschäft? Ja, das ist schon ein anderes Level, aber hier ist ein bisschen anders. Also Meisterschaft jetzt ist nicht so stark wie Deutschland, klar. Oder wo Tschechien habe ich gespielt oder Ukraine. Aber dass wir Europa League spielen, das ist jetzt sehr gut. Was wusstest du über den Verein, bevor du hierher gewechselt bist? Nicht vieles, ehrlich gesagt. Habe ich danach im Internet ein paar Sachen geguckt, sonst nichts mehr. Und was hat dich so überredet, nach Luxemburg zu kommen? Ja, ich kannte Trainer, also Dinos Papa Klaus war mein Trainer in der Nationalmannschaft, lange Zeit. Und die haben mich kontaktiert. Ich war jetzt lange Zeit verletzt und ja, ich will jetzt wieder durchsetzen und spielen. Luxemburgische Liga oder georgische Liga? Welche Liga ist besser? Ja, Georgien ist Fußball mehr Tradition als Luxemburg, glaube ich. Wir hatten große Vereine, Dynamo Tiflis und so weiter, aber momentan ist Georgien auch jetzt nicht so starke Liga. Aber ich denke technisch, so georgische Liga ist ein bisschen besser. Aber hier ist so mehr Zweikampf und Laufen und so weiter. Ja, ich fühle mich jetzt gut, aber immer noch habe ich ein paar Probleme muskulär. Aber jetzt hoffe ich mal, bis Ende der Saison wird nichts mehr sein. Ja, mein Ziel ist einfach, Fußball zu spielen, Spaß zu haben wieder. Weil ich hatte hinter mir viele Verletzungen, musste ich viele Zeit also in Reha machen, viele Zeit und so weiter. Und jetzt will ich einfach den Fußball genießen. Kann Düdelingen auf ein anderes Wunder, nach dem Wunder von Cluj, hoffen oder bist du schon vor dem Spiel pessimistisch? Nein, warum? Fußball kann alles passieren. Wir haben das schon mal gesehen. Also letzte vier, sechs Wochen war Beweis dafür. Kann mal alles passieren. Ja, muss man Fußball spielen, genießen. Gute Spiele vor uns. Und ich hoffe mal, wir präsentieren uns gut. Ja, großer Verein, klar, kein Zweifel. Aber momentan haben die auch jetzt nicht so gute Zeit. Spielen die Europa League, eigentlich spielen die mal Champions League. Ja, mal schauen. Ne? Als du ein kleiner Junge warst, war der AC Mailand schon eine Top-Adresse in Europa. Und ich gehe davon aus, in Georgien haben auch viele Leute für Milan eben. Ja klar, als ich klein war, AC Mailand hat immer Champions League gespielt, gewonnen sogar. Georgische Legende hat da gespielt. Und mein Anfang war sehr, sehr gut in Schalke, habe ich guten Anfang gehabt. Mit 18 Jahren habe ich alle Spiele gespielt, fast bis 14. Spieltage oder so, ich weiß nicht mehr. Dann habe ich mich verletzt und leider musste ich 3 Jahre aussetzen, 3-mal operiert, mein Sprunggelenk. Und leider war großes Unglück, dann musste ich Schalke verlassen. Und ich kann mich erinnern, du hast Schalke an demselben Tag verlassen als Raoul, Schober und Hans Saab. Ja, genau. Schon 3 Legenden des Vereins. Ja, was ja, erinnerst du an? Welche Erinnerungen hast du an dem Tag? Ja, das war sehr schön. Sehr schöne Tage. Die Fans waren, ja, Schalke ist unglaubliche Atmosphäre. Viele Fans. Und da habe ich schon gute Erinnerungen in meinem Kopf. Auch schlechte, weil ich war viel verletzt in Schalke. Dann war auch schwer zurückzukommen, Fußball, klar. Du hast mit sehr vielen Top-Spielern gespielt, Raoul, Huntelaar, Manuel Neuer, Hövedes. Wer ist der Beste, wenn du einen Namen nur nennen kannst? Ich habe also für mich, war viele Spieler habe ich gesehen, dass die sehr gute Niveau gespielt haben. Damals war für mich also Jefferson Fafan sehr gute Spieler, technisch stark, schnelle Spieler. Kevin Kourani auch kopfballstark. Huntelaar, Raoul, klar, die Namen. Manuel Neuer sowieso beste Torwart momentan. Ja, viele große Namen, ich will jetzt keiner vergessen. Manuel Neuer, ein Publikumliebling, aber auch Erzfeind Nummer 1 auf Schalke. Was glaubst du oder was fühlst du, wenn du die Schalke-Fans immer noch
hörst, dass sie mal eine neue auspfeifen. Ja, das ist schade, ne? Manuel Neuer hat für Schalke alles gegeben damals, viele Jahre für Schalke gespielt. Und ja, der musste weggehen, weil bei München ist von meiner Sicht die beste Mannschaft von Europa und die kämpfen immer für Champions League und so weiter. Und vor ein paar Jahren, also vor 10 Jahren, galtest du als einer der größten Talente Europas. Tat es dir gut, dies zu lesen und zu hören, oder eher schlecht? Vielleicht der Druck war natürlich übergroß. Vor Verletzungen war gar nichts, alles gut. Ich hatte keinen Druck, ich habe gespielt. Ich war selbstbewusst, ich hatte keine Probleme nach Verletzungen. Es war richtig schwer, wieder zurückzukommen, überhaupt zurückzukommen. Nach 3 Jahren sowieso Pause ist schwer, im Fußball wieder zurückzukehren und wieder gleiches Level zu spielen. Das war schon fast nicht mehr zu machen, aber ich habe versucht, immer Fußball zu spielen, Spaß zu haben. Du hast in der Bundesliga gespielt, jetzt spielst du in der luxemburgischen Liga. Wie kriegt man sich überhaupt noch motiviert? Ja, ich habe viele Sachen durchgemacht, wie gesagt, viele Verletzungen. Ich war kurz davor auch Fußball zu aufhören, oft, nicht einmal oder zweimal, mehrere Mal. Aber jetzt, wie gesagt, ich bin überhaupt froh, dass ich jetzt Fußball spiele, meinen Spaß habe. Und wer weiß, Fußball ist also sozusagen ein Schritt oben, ein Schritt unten. Es geht so schneller, also kannst du 6 Monate gute Zeit haben und dann bist du wieder hoch. Barcelona hatte mal 500.000 für dich geboten. Warum bist du nicht nach Katalanien gewechselt? Nee, ich war nur als 14-Jähriger da, nur Probetraining gemacht, mir nichts war da drauf. Ich bin dann zurückgekommen und dann bin ich, also ich war auch in Levante, in Spanien. Ich musste entscheiden, Spanien oder Deutschland, und ich bin damals für Deutschland entschieden, für Schalke. Habe ich damals A-Jugend gespielt, ein halbes Jahr oder ein Jahr, und dann bin ich zu Profis gegangen. Gibt es irgendetwas, was du jetzt anders machen würdest als damals? Ja, jetzt ist schon zu spät, aber ja, vielleicht könnte ich was anders machen. Für andere Liga entscheiden, vielleicht spanische Liga oder holländische Liga. Das nicht, die Bundesliga ist mehr so körperlich, musst du stark sein, Zweikämpfe und so weiter. Aber ich gehe davon aus, dass Düdingen nicht dein letzter Verein ist. Ja, mal schauen, wie meine Karriere entwickelt sich. Wenn ich gut spiele und mal schauen, also ich will nichts vorher sagen, weil weiß man nie im Fußball, was passiert. Schalke hat 2 Mal schon verloren diese Saison. Was glaubst du, kann die Mannschaft erreichen in dieser Bundesliga-Saison? Ja, letzte Saison war sehr gut, zwar Vizemeister geworden mit dieser Kader. Ich habe erwartet, dieses Jahr mehr Verstärkung zu bekommen in Mannschaft, weil die spielen jetzt Champions League, aber war jetzt keine großen Namen drin, hat mich das überrascht. Aber ja, mal schauen, ne? Schwer Start, schwer Anfang Bundesliga. Aber ich hoffe, dass die weiter durchsetzen und auch in Champions League gut Niveau spielen. Ist Bayern München immer noch unschlagbar in Deutschland? Ja, Bayern München ist letzte Jahre die Top-Verein, erste Verein in Bundesliga und in Europa auch. Die sind also ein Kopf höher als die anderen. Kalatze, Kobiaspilio, Kalatze. Wer ist der größte georgische Spieler aller Zeiten? Alle 3 große Spieler, aber daher, dass Kalatze 2-mal Champions League gewonnen hat. Ich glaube, Kalatze, aber klar, alle 3 sind große Spieler. Lieber mit Dortmund Erster werden oder mit Schalke Zweiter? Nein, mit Schalke Zweiter. Eine Liga, in der du gerne gespielt hättest? Warum? Ja, weil mehr technische Spieler, mehr individuelle Qualität, schöner Fußball, mehr Kombination. Für mich ist spanische Liga. Cristiano Ronaldo oder Messi? Momentan Ronaldo. Mbappe oder Neymar? Neymar. Dein Kindheitsvorbild? Schwer zu sagen, Ballack. Deine Lieblingsmannschaft? Bayern München. Hat Schalke die besten Fans in Deutschland, ja oder nein? Ja. Die Stimmung in der Allianz Arena ist
wie in einem Kino, ja oder nein? Nein. Ist die Bundesliga die beste Liga der Welt momentan? Nein. Kann dein Trainer Dino Topmöller eines Tages in der Bundesliga trainieren? Muss er. Ja oder nein? Ja. Wird Düdlingen gegen Milan gewinnen, ja oder nein? Ich hoffe ja. Vielen Dank für deine Zeit.